Das Emblem mit einem goldenen C trage ich auf der Brust. Das letzte Saisonspiel gegen Energie Cottbus wird von uns wieder begleitet. Heute mit im Fokus unser Nummer 13, Benny Schmidt, der bekanntlich sein letztes Spiel heute bestreiten wird, beziehungsweise das letzte Mal im Kader stehen wird. Freut euch auf einige interessante Impressionen. Ja, das ist ja Platz 5, wie die meisten Chemikerinnen bestimmt wissen. Und hier hatte ich damals mein erstes Training. Ich bin mit meinem Papa mit der Linie 80 hergefahren, am Leutscher Bahnhof ausgestiegen und dann hier hintergelaufen, den felsigen Abhang hier runter und dann auf Platz 5. Ich habe schon von oben gesehen, wie die Kids so warm gemacht haben. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Ja, neben den Erinnerungen ist es einfach ein sehr gemütlicher und ruhiger Platz, wenn der Helikopter nicht über uns kreist. Aber wenn man hier manchmal früh Training hatte, Samstag früh, und hier haben welche im Garten gegrillt, man hat das Gegrillte gerochen, vielleicht wurde noch vorher gemäht und das frisch gemähte Gras, das war ein sehr gemütlicher, idyllischer Ort hier in Leipzig-Leutsch, nebenan der Auenwald. Das ist ja für mich immer ein Platz gewesen. Neben AKS viel Trubel, hier war dann immer so ja, die Fußballromantik und das Gemütliche. Ja, um ehrlich zu sein, bereitet man sich ja so eine Entscheidung schon für sich selbst persönlich immer schon länger ein bisschen im Kopf vor. Man hat gemerkt, dass es von der Zeit immer knapper wird, dann kamen noch meine Knieprobleme dazu. Also konnte ich mich alleine schon ein bisschen darauf vorbereiten, aber jetzt ist der Tag gekommen und als ich heute aufgestanden bin oder nee, als ich dann das Interview gesehen habe, auch von Chemie mit den ganzen Bildern auch von früher, ich weiß nicht, wo ihr die rausgekramt habt. Ich habe die auch den Jungs nochmal geschickt, da war ja Flo Felke, Jan Schöbe und so, meine, die heute noch beste Freunde von mir sind, waren mit drauf und die Erinnerung dann nochmal durchzugehen und zu realisieren, wie lange man hier gespielt hat und dass es heute zu Ende ist, das macht einen schon ein bisschen melancholisch. Letztens saßen wir nochmal zusammen, da war Stefan auch mit dabei und noch ein paar andere Spieler und dann haben wir halt gesagt, ey, da gründen wir einfach einen Fanclub, machen uns eine Fahne, bemalen die zusammen an irgendeinem Abend und müssen uns dann einen Platz suchen, uns irgendwie nach vorne kämpfen mit der Fahne. Muss auch einer immer auswärts mitfahren? Ja, das sind so, wird sich zeigen. Wir müssen erstmal schauen, das ist jetzt erstmal Priorität Nummer eins, wo wir uns danach überhaupt im AKS hinstellen, weil da gibt es ja viele Möglichkeiten, das haben wir uns noch nicht so ausgesucht. Da sind wir gerade in der Findungsphase und das mit dem Fanclub, das wird dann die Zeit mit sich bringen. Und natürlich, ja, die kann ich mir auch sehr gut vorstellen, Botschafter fürs Museum, für das Chemiemuseum mitzuwerden. Ich habe mir letztens auch so einen Katalog durchgelesen, was da schon für Sachen drin sind. Letztens auch erfahren, dass da die, wie nennt sich das, Scherbe vom Meisterkranz damals und so. Das ist ja schon ein Wahnsinn. Also, Schönster Moment neben den Derby-Siegen, ganz klar, und neben den Aufstiegen war es wirklich der Sachsen-Pokal-Gewinn für mich und anschließende DFB-Pokal, erste Runde, der Sieg gegen Jahn Regensburg. Aufgrund dessen, weil es so unerwartet war. Man hat nicht, keiner hat damit gerechnet, dass wir einen Sachsen-Pokal holen. Klar, als wir dann gegen Auerbach im Halbfinale gewonnen haben und zu Hause gegen Neugersdorf gespielt haben, war dann wieder der Druck da, dass wir das jetzt ziehen. Aber trotzdem kam es ja unerwartet. Und dann anschließend gegen Jahn Regensburg, wo ja keiner, also wir haben das so genossen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Jahn Regensburg war, aber es war ein Bundesligist und sind da reingegangen, haben uns nicht viel ausgerechnet und dann ziehen wir das Ding. Das war ein innerliches Glückseligkeitsgefühl, wo man eigentlich die ganzen Sinne verschwunden sind und man war so leer und hat einfach nur strahlende, fröhliche Gesichter gesehen. Das habe ich so eigentlich nie mehr so danach gefühlt. Ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon erzählt habe, 1996 war mein erstes Training hier in Leipzig-Deutsch auf Platz 5. Insgesamt sind es jetzt 25 Jahre rund, wenn man das mal alles so nimmt, mit den Ausnahmen bei dem anderen Verein nach der Insolvenz.
Und ja, angefangen mit, den wird keiner mehr kennen, Christian Klunde, dann hat uns damals von Florian Felke der Papa trainiert, Uwe Heine. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Gedanken habe ich noch nicht gespielt, weil es schon auch mit zunehmender Dauer der Fußballlaufbahn, so die Wochenenden wurden immer heiliger. Man hat sich immer mehr gefreut, wenn mal ein Wochenende frei war und mal was mit seiner Freundin oder seiner Familie machen konnte. Und deswegen freue ich mich, also die Freude jetzt, die Wochenenden frei zu haben, unter der Woche nicht mehr jeden Tag zum Training zu rennen, überwiegt gerade. Und deswegen ist so der Trainerberuf noch nicht so in meinem Kopf und kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das mal noch entwickelt. Ja. Als ob man wirklich dieses Leben hätte. Und ich liebe die Facette, dass es so viele Facetten gibt. Subkultur, Familie und ein bisschen von Assassin's Creed. Du bist kein Fan, du bist ein Sky-Abonnent. Dein Altar in HD gehört in Teile zersprengt, Junge. Denn das sind 100 Jahre Tradition. Ich hab den Titel nie geholt und trotzdem fühle ich mich belohnt. Ein letztes Mal in dieser Saison. Grüße aus der Statistikecke. Wie versprochen für euch die Abschlusstabelle der inoffiziellen Berlin-Leipzig-Liga. Also nicht nur die Regionalliga Nordost ist durch, auch die Berlin-Leipzig-Liga. Es sah zwar lange nach einer Spitzenplatzierung für unsere BSG aus. Am Ende springt da in ein noch verhältnismäßig ordentlicher vierter Rang raus. Und deswegen gucken wir uns auch viel lieber die nächste Tabelle an. Da ist die BSG wieder an der Spitze in der Heimtabelle der Berlin-Leipzig-Liga. Mit dem besten Torverhältnis 16:9 und den meisten Punkten 14 aus 7 Spielen. Glückwunsch an dieser Stelle zur Heimmeisterschaft der inoffiziellen Berlin-Leipzig-Liga. Spieler kommen, Spieler gehen, manche bleiben für immer. Benny Schmidt ist sicherlich so einer. Ein Fan in Hose und Trikot, wie er selbst einmal sagte, beendet seine Karriere zum Saisonende. Er war seit 1996 mit kurzer Unterbrechung als Spieler im Verein, das heißt also 8760 Tage oder auch 24 Jahre als Spieler in Grün und Weiß für Chemie und Sachsen-Leipzig am Ball, hat alle Jugendmannschaften durchlaufen, mehr als 250 Pflichtspiele im Herrenbereich absolviert, dabei mit seiner kampfstarken Art 50 gelbe Karten gesammelt und war Derbysieger im Punktspiel gegen die Dosen und auch gegen einen anderen Verein aus Leipzig und ist somit dienstältester Spieler bei Chemie und in der Regionalliga Nordost auf Platz 3. Danke Benny und alles Gute. Thank you.
dabei, doch sie sehen nichts. Also man erzählt nicht, dass Sport nicht politisch ist. Alles ist politisch, wenn es dich irgendwann betrifft. Chemie Leipzig ist kein Standardverein. Und ein Dank an den anderen aus Frankfurt am Main, Digga. Grünes Blut in den Wellen, unserem Leben. Streit über den Dächern der Stadt. Ja, wir haben zu viel gesehen, um jetzt Mut zu verlieren. In dem Spiel finden wir unseren Platz. Grünes Blut in den Wellen. Und es schlägt, damit wir uns nicht selber verlieren. Kein Grund, den Helden zu spielen. Aber Grund, alles zu riskieren. Es ist Chemie. Wir bauen ein Labor auf dem Feld mit dem Ohr zu der Welt. Wir supporten uns selbst, nicht die Formel für Geld. Nur die Formel zum Glück. Dieser Sport ist verrückt für dich, aber nicht für uns. Ich kenn fast jeden persönlich seit der Kindheit in Deutsch. Es hat uns vieles ermöglicht und ey, es gab schon immer Ups und Downs, finanzielle Mittel. Doch irgendwann blieben diese aus. 1964, wir waren nicht Teil des Systems. Wir waren Teil des Vermächtnisses. Alfred Kunze, durch dich lebt unser Geist weiter. Bringt uns Main weiter, auch in diesem Zeit. Alter, wir sind immer noch der Rest von Leipzig, dem die Flügel wachsen, während er sein Recht Thank you.
Ja, Sigi, Abschied aus Leutsch wird aber nicht so immer sein, oder? Ja, ich bin ja nach wie vor im Ehrenrat und werde die Spiele besuchen. Bloß ein bisschen kürzer treten mit meiner Arbeit als Zeugwart. Nimmt langsam, dann wird es anstrengend, wenn man mal über 70 ist. Ja. Du kokettierst schon wieder mit deinem Alter. Ja, so. Welche Erinnerungen bleiben denn vor allen Dingen? Hauptsächlich positive. Ich gehe nun praktisch schon fast 60 Jahre daher und denke doch, dass ich jetzt in reiferen Jahren noch einmal hier sowas erlebe. Auch Benny Schmidt hat heute aufgehört. Was fällt dir zu Benny Schmidt ein? Ja, ein Kämpfer vom Herrn, und ein sehr angenehmer Mensch, guter Freund. Kann man nur positive Dinge sagen zu Benny Schmidt. Du kannst in seinen Fanclub eintreten, ich glaube, da bist du willkommen. Ja, wahrscheinlich, aber er hat noch nicht gegründet. Hat er erst vor, oder? Ja. Danke sehr. Okay. Das Spiel ganz kurz zusammengefasst. Ja, denke ich, ein relativ ausgeglichenes Spiel mit so ein paar Highlights, denke ich, auf unserer Seite. Also gerade was Chancen und so betrifft, hatte ich schon das Gefühl, dass wir ein bisschen da so die Nase vorn hatten. Hat leider nicht für ein Tor gereicht. Auch stimmt, wir hatten sogar den Elfmeter. Ja, aber wie gesagt, ich denke, ein gutes Saisonfinale, wie gesagt, was das Fußballerische betrifft. Und ja, da können wir grundsätzlich stolz erstmal auf die Leistung nochmal sein heute. Zu dem anderen, wie schnell war sich die Mannschaft einig, dass es sich solidarisiert und in den Fanblock geht? Ja, total schnell. Also es gab für uns keine andere Option, keine Alternative. Wir folgen da ganz klar der Meinung oder der ganzheitlichen Meinung und deswegen gab es da keine Diskussion. Mit Schmidter verlässt uns ja nun auch ein bekannter Spieler. Was sind so deine Erinnerungen an Schmidter? Was kann man so erzählen? Ja, viele private Erinnerungen vor allem. Aber natürlich auch das Sportliche auf dem Feld. Wie gesagt, ich denke, jeder, der Schmidter ein bisschen besser kennt, der weiß, dass er ein überragender Typ ist, dass er lustig ist, dass er sehr liebevoll ist, friedvoll und auch ein sehr intelligenter junger Mann, von dem man, wie gesagt, von dem man viel lernen kann, wie gesagt, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes. Ja, Brügge, Gratulation, Spieler der Saison. Kam erwartet, unerwartet? Ach, unerwartet, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, dass es so eine Ehrung gibt, so ungefähr. Von daher, ich glaube, der stand irgendwo in dem Fünfeck, richtig? Da wurde ich dann eingeweiht. Ist eine schöne Randerscheinung, nehme ich gerne mit. Aber am Ende haben wir, glaube ich, als Mannschaft eine super Saison gespielt und dann ist das andere nicht so wichtig. Bescheiden wie immer. Mit Schmidter verlässt uns ja jetzt auch ein Urgestein. Schmidter war für dich ein? Ein Urgestein? Jemand, der Chemie verkörpert. Und es ist halt unheimlich wichtig, dass die Jungs, auch wenn sie nicht mehr aktiv spielen, dass sie trotzdem zu uns in die Kabine kommen und einfach diesen Geist weiterleben. Weil wenn wir die alle verlieren irgendwann, dann wäre es nicht so gut. Was wirst du vermissen, wenn Schmidter nicht mehr in der Kabine ist? Oh, seine Musik, ja, seine Rohlinge, die wir noch anhören müssen und einen Daumen hoch oder runter senken, ob es gut oder schlecht ist. Nee. War schon echt ein cooler Zeitgenosse, mit dem man sich echt auch tiefergründig unterhalten konnte. Ein Wort noch zu der Aktion vor Spielbeginn. Sowas hast du wahrscheinlich auch noch nicht erlebt. Nee, definitiv nicht. Ich glaube, ich halte mich jetzt zurück mit dem, was ich denke. Wir haben das gerne gemacht für unsere Fans, weil ohne unsere Fans wäre der Verein nichts. Und wenn wir ein kleines Zeichen setzen konnten, ist das top. Schmidter, wir haben lange nach der Träne gesucht. Gab es sie im Verborgenen? Ganz im Verborgenen. Und ich denke, das wird nachher alles abfallen. Muss ich erst mal verarbeiten. Ich habe jetzt gar nicht so viele Worte. Ich möchte jetzt einfach nur das schöne Wetter genießen, noch mit ein paar Chemikerinnen quatschen und in Erinnerung noch mal schwelgen. Und dann, ich glaube, zu Hause alleine, dann wird der Damm brechen. Ja, der Dammbruch. Ein Dammbruch war auch das, was wir heute vor dem Spiel erlebt haben. Also nichts mit gemütlichem Abschiedsspiel. Wie hast du es erlebt? Ja, also das, was ich jetzt, kann ja auch nur das wiedergeben, was man gehört hat, ist schon wieder eine Aktion von Leuten, die mehr als fragwürdig ist und absolut verständlich, wie reagiert wurde. Wenn das so vorgefallen sein sollte, muss man irgendwann, weil irgendwann nervt es auch mal. Also ich spiele jetzt auch schon ein paar Jahre in dem Verein und immer wieder so kleine Nicklichkeiten. Wie gesagt, es nervt einfach und über den Verein geht nichts. Und genau das ist Chemie, dann mal ein Zeichen setzen, wenn das so vorgefallen ist und ja. War ja dann am Ende noch Weltklasse-Stimmung. Und die letzte Frage zum Spiel. Ungewohnte Position. Und du warst einmal in eine torreife Szene verwickelt. Beschreib's uns nochmal als letztes Mal.
Ja, also ich habe zum Coach gesagt, dass ich auf keinen Fall hinten rein möchte. Nicht, dass ich nochmal über den Ball habe oder irgendwie stolper oder mit einem ins Sprintduell muss, der 10 Kilometer, auf, na, 10 km schneller ist als ich. Und deswegen bin ich nochmal vorne rein und wollte einfach nochmal anlaufen. Und vielleicht hätte es ja sein können, dass noch zufällig einer auf den Kopf fällt. War ja fast so weit, wie du es gesagt hast, aber sie ist einfach nochmal Gas geben, rennen vorne und ja, ich denke, das habe ich gemacht. Und ich habe noch was Freudiges für dich, nämlich einen Kandidaten für den Fanclub. Sigi Müller hätte auch Interesse. Sigi Müller, siehst du, da sind wir schon glaube ich, ganz zu dritt. Kein Grund, den Helden zu spielen, aber Grund, alles zu